sind heute hier beim Trimm-Dich-Pfad in Hilden und dieser Trimm-Dich-Pfad ist ziemlich cool, weil da sind coole Stationen. Allerdings sind diese Täfelchen, wo die Übungen erklärt sind, schon ganz schön alt. Deswegen wollen wir euch den jetzt neu interpretieren und neue Übungen daran machen. Wir nehmen euch mit zu den einzelnen Stationen. Ich würde sagen, es geht los. Ihr könnt joggen, wenn ihr wollt, zwischen den Stationen übergehen. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Ihr startet jetzt mit eurem Workout. Das Workout besteht aus 10 Übungen und achtet dabei immer nur auf die geraden Zahlen. Also die Zahlen stehen auf dem Tafeln und dabei nur auf die geraden Zahlen achten. Ihr startet mit der ersten Übung an der Station 2, weil wir machen 10 Übungen. Wir machen keine Rumpfbeugen, sondern zum Aufwärmen machen wir Skippings. Und zwar 50 Stück. Richtig auf Tempo, 50 Skippings. Und als zweite Übung die seitlichen Ausfallschritte. Davon 20 Stück. Schönes Gewicht verlagern, ganz wichtig. Tippt innen an den Fuß. Kniebeugen, anderes Bein ist gestreckt. Davon 20 Stück. An der zweiten Station machen wir keine Rumpfdrehübung. Wir mobilisieren trotzdem den Oberkörper mit einer ganz funktionellen Übung. Und das Ganze geht so. Ihr macht einen Ausfallschritt. Auf der Seite, wo das Bein hinten ist, nehmt ihr den Arm nach oben, klappt den Ellenbogen ab und dreht euch auf die Seite, wo das Bein vorne ist, also in die geschlossene Seite. Nur zeigt es noch einmal. Ausfallschritt, Arm nach oben und Oberkörper drehen. Das ist eine super Übung, um die vordere Kette aufzudehnen, den Hüftbeuger aufzudehnen. Davon 10 Stück. An der dritten Station haben wir jetzt diese coolen Holzblöcke. Und der Noah, der macht jetzt einmal vor, als erstes an einem niedrigen Block. Und da geht es um die Aufsteiger. Wer möchte, kann direkt auch einen Kick dazu machen. Lass das Bein richtig locker nach vorne, Kick rausfliegen. Sehr schön. Und wenn das zu einfach ist, dann geht ihr einfach an einen höheren. Und davon 20 Stück. Dann solltet ihr es an euren Beinen merken. Wir sind an der vierten Station. Und hier gibt es die Klimmzüge. Falls du keinen Klimmzug schaffst, ist das gar nicht so schlimm. Wir haben nämlich jetzt eine Variante, wenn du noch nicht so viele Klimmzüge kannst. Und zwar, die erste Variante ist, du kannst erstmal greifen, wie du möchtest. Du kannst so greifen, kannst die Hände aber auch andersrum machen. Für die meisten ist es so rum etwas einfacher. Und ihr könnt dann hochspringen und euch oben halten. Und zwar so lange, wie ihr könnt. Ganz eng halten, halten, halten. Solange ihr könnt und versucht, die Sekunden zu zählen. Das ist die etwas schwierigere Variante. Und wenn du das nicht so gut schaffst, dann kannst du hier an die niedrigeren Stange gehen und ein Bein unten auf dem Boden lassen. Das ist sozusagen nur als Hilfe. Und das ist aber ganz leicht. Das seht ihr beim Noah, das ist, springt quasi fast in der Luft. Und der Rest läuft über die Arme. Und er hält da oben mit den Armen gegen, auch wenn das eine Bein noch unten auf dem Boden steht. Und genau so versucht ihr, so lange wie möglich zu halten. Das Ganze dreimal. An der fünften Station machen wir keine Rumpfkreisen. Das ist viel zu leicht. Wir machen was Schwereres. Und zwar geben wir euch jetzt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen. Erste Schwierigkeitsstufe ist das Knieheben. Hängt euch einmal in die Ringe rein und Knie hochziehen zur Brust. Und wieder ab und hochziehen. Jawohl. Und das Ganze so viele Wiederholungen wie möglich und das Ganze zweimal. Wir kommen zur Stufe 2. Ihr nehmt euch die tieferen Ringe hier in der Mitte und mit ein bisschen Schub bringt ihr die Beine nach oben. Als Bewegung. Ja, einmal hoch, so, wieder runter. So viele wie ihr könnt. Das Ganze aber dann nur eine Runde, so viele Wiederholungen wie möglich. Station 6. Wir machen hier kurze Sprints. Wir kombinieren diese Sprints aber mit Hampelmännern. Ihr geht in den Hampelmann. Seid ihr zu zweit oder in der Familie, dann kann irgendjemand ein Kommando geben.
Ansonsten gebt ihr euch das Kommando einfach selbst. Und hepp. Und dann sprintet ihr bis zum nächsten Baum. Und zurück. Ganz normal gehen. Und entweder locker joggen oder zurückgehen. Und insgesamt davon 5-mal Sprints. An dieser Station machen wir Liegestütz Burpees. Das heißt, ihr geht in die Liegestütze, springt mit den Füßen ran und ein sauberer Strecksprung. Hände runter und die Arme richtig weit nach oben in den Strecksprung. Davon versucht ihr mal 20 Stück zu schaffen. Also 15 bis 20 sind auf jeden Fall drin. An dieser Station ist eure Rumpfkraft gefragt. Ihr geht an dieser Station, schwer ist es ganz links am Baumstamm und leicht ist es ganz rechts am Baumstamm, weil der natürlich höher ist. Ihr geht in den Unterarmstütz, achtet darauf, dass die Schulter über den Ellenbogen ist. Der Körper bildet eine gerade Linie. Und jetzt hebt ihr abwechselnd den Arm ab und schreibt eine Zahl in die Luft. Die 2 kommt als nächstes, die 3 und das Ganze, wenn ihr schafft, bis 20 durch. Achtet darauf, dass immer die Schultern über den Ellenbogen bleiben. Zum Cooldown mobilisieren wir an dieser Station noch eure Schultern. Und zwar mit dem Ägypter. Als erstes sind die Arme gestreckt und ihr dreht die Schulter maximal weit rein und schaut immer auf die Seite, wo die Hand nach oben zeigt. Das Ganze geht auch mit gebeugten Ellenbogen. Achtet darauf auf 90 Grad im Ellenbogen vorne und hinten und auf eine maximale Drehung in der Schulter. Das Ganze ruhig 20 Mal pro Übung. Bei der letzten Station könnt ihr euch nochmal richtig schön entspannen beim Aufdehnen. Und zwar hier an diesem Holzgerät. Die Hände auf das Holzgerät. Und in die Cobra. Schultern sind weg von den Ohren. Und zurückschieben den Popo. Oberkörper nach unten und Brustkorb aufdehnen. Und noch einmal in die Cobra. Einatmen. Und ausatmen. Das Ganze 10-mal zum Abschluss.